Try and Alex fragt Pete's Meat. Die uncoolste Attraktion auf dem Jahrmarkt? Ist sogar eine gute Geschichte. Ich mochte früher, bei uns hieß es immer der Twister. Das ist so ein Gerät, so eine runde Plattform, auf der so drei Stationen drauf sind, die sich wiederum selbst in die andere Richtung drehen, mit so drei Kabinen drauf, die sich wieder in die andere Richtung drehen. Früher mega cool. Ich zahle für den Scheiß, weil ich letztes Jahr drauf war, fast gekotzt. Bin raus. Bin einfach zu alt für solche Attraktionen. Das ist einfach krass. Das ist also mittlerweile die uncoolste. Boah, das stimmt nicht ganz. Immer noch ein Riesenrad. Ne? Riesenrad, gefährlichste Sache auf diesem Planeten. Komplett instabiler Scheiß, der wackelt, eventuell vom TÜV abgenommen wurde, am besten aus den Fangen bricht, durch die Gegend rollt. Richtig kacke. Ponyreiten. Ich weiß nicht, ob es das heutzutage überhaupt noch gibt, aber das gab es bei uns damals immer. Und ich glaube, das war nicht cool für die Tiere. Also ich war ja letztens noch auf dem Dom, ja, in Hamburg. Und die uncoolste Attraktion war ohne Scheiß der Gewürzgurkenstand, wo du einfach so hammer-mega-riesen-Gurken kaufen konntest. Ja, nee, also das ist eigentlich keine Attraktion, aber das war echt der lämste Stand, den ich jemals gesehen habe. Sonst finde ich, ja gut, Kindersachen darf man halt nicht zählen. Und sonst ist halt wirklich diese, kennt ihr diese Schiffsschaukeln nur in klein? Weißt du, wo du Schiffsschaukeln in klein oder diese, was so runterfällt, wie ein Freefall Tower, aber der nur 5 Meter hoch ist. Wo das echt die Billo-Dinger sind, wo du denkst so, warum sollte man da drauf gehen? Das ist, also es bewegt sich 2 Zentimeter, kostet irgendwie 5 Euro und das machst du 1-2 Minuten lang. Also da kann ich auch echt mich von ein paar Kumpels im Kreis drehen lassen und dann habe ich mehr Schwindelgefühl, mehr Action und alles. Uncoolste Attraktion auf einem Jahrmarkt. Diese Billo-Geisterhäuser. Oder in der Regel auch Achterbahnen. Also ich habe nie coole Achterbahnen gesehen und wenn das coole Achterbahnen sind, dann sind die, kostet die so viel wie ein Eintritt in einem Phantasialand. Also, ja. Aber ich bin auch nicht wirklich der Kirmesgänger, um zu sagen, hey, das ist eine coole Attraktion. Weiß ich nicht. Ich geh auf Kirmes und mal zu essen mal wieder. Die uncoolste Attraktion, was ist ein Jahrmarkt? Ist das einfach so Kirmes? Also so eine Dorfkirmes oder sowas? Oder ist Jahrmarkt wirklich so mit. Ja, weil das ist doch wahrscheinlich so eine Dorfkirmes. Was fand ich denn da nie cool? Ich fand bei uns die Kirmes immer ganz geil, sowohl das Kettenkarussell, also das normale Karussell, je nach Alter natürlich. Ich würde mich auch heute wieder aufs normale Karussell setzen. Oh, da waren wir doch letztens, hier als die Ubisoft Party in L.A. zur E3 war, da hatten die so ein, setz dich auf so ein Pony-Rondell, wie man das aus Serien und Filmen und whatever kennt. Aber die wirklich uncoolste Attraktion. Jahrmarkt ist alles toll, alles blinkt, alles riecht irgendwie nach Mandeln oder Kotze oder Alkohol oder. Das Schade am Jahrmarkt ist tatsächlich, und das ist so ein bisschen, ne, wenn ich das mal mit der Düsseldorfer Kirmes vergleiche, ja, die Rheinkirmes, ist riesengroß. Die ist jedes Jahr und die ist einfach jedes Jahr so ultra voll. Das ist das Einzige, was mich immer davon abhält, dahin zu gehen und dass es sauteuer ist, aber das Gucken würde mir schon reichen. Also die uncoolste Attraktion auf dem Jahrmarkt sind die Menschen, die da hingehen.